So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit RimWorld. Wir versuchen hier die Verteidigung hochzukriegen. Eine Vorratskapsel, was ist das denn? Nährstoffpaste. Ah ja, kann nicht schaden, kann man essen. Ist zwar nicht lecker, aber was soll's. So. Wir brauchen noch mehr Stahl, haben wir hier gesagt, sollen die abbauen. Und ja, davon brauchen wir auch noch mehr, ist klar. Aber die bauen hier schon mal ein bisschen wenigstens die Todeszone aus, finde ich gut. Das Ding ist noch völlig ausreichend für Strom im Moment. Wir haben ja sonst jetzt auch keine großen Stromverbraucher. Also der Herd vielleicht, aber das, das braucht es ja wirklich nicht. Viel. Gut. Hier unten die Bauteile. Hier ist auch noch Eisen, Eisen, Eisen. Also mit den Rohstoffen sieht es hier halt echt super aus. Muss ich sagen. Oh Gott, die sind untätig. So, warte, das hier ist Gefangenen. Ja, das ist das Ding fertig. Genau, da wollte ich nämlich hier dann noch wenigstens sowas. Dann kann man wieder schöne Dinge bauen. Und natürlich gibt es immer einen Stuhl dafür. Nicht vergessen, die Stühle vor dem Herd. Hat ja jeder so einen Stuhl vorm Herd. Dann könnt ihr nämlich wieder was bauen. Jawohl, da hört man schon hämmern. Was? Die Kuh hat eine Seuche. Na toll. Kümmere dich mal drum. Die Seuche. Naja, gut. Solange wir halt nur eine Kuh haben, gibt es auch keine Kälbchen. Naja. Oh, da ist der nächste fertig. So, dich kann man wegmachen. Dann hätte ich gerne hier. Ne, brauche ich keine Kopie. Wir tun das einfach hier verlegen. Hierhin und hiervon eine Kopie dahin. Und hiervon eine Kopie dahin. Und ach, schon wieder ein Überfall. Jetzt wollte das aber wissen. Moment. Ich muss hier erst noch kurz hier das machen. So. Strom brauchen wir auch noch. So, legen wir gleich mal hier hin. Schon wieder. Was wollen die denn? Oh, der hat wenigstens mal eine Pistole, oder? Ah, nee, ist ein Messer. Ja, okay. Wollten die mich jetzt hier nachts überraschen oder was soll das jetzt werden? Die sind aber schnell. Ein Kopfschuss. Einer tot. Eine kämpft noch. So, dann haben wir auf jeden Fall hier mal zwei Gefangene, würde ich sagen. So, den ganzen Mist hier, ne? Die haben jetzt Bier dabei. Nachdem unsere Brauerei ja leider abgebrannt ist. So, du hast auch was abgekriegt. Ja, nur ein Kieferbruch. Du. Linkes Bein, Oberkörper, ein bisschen was abbekommen. So, was seid ihr denn für welche? Kann ich euch brauchen? Freundlich. Das ist eine nette Person. Ach, gelber. Das ist eine Sie.
Aha. Oh, sie tendiert dazu, die Laune der anderen ein wenig zu verbessern. Und zu klug. Aha. Ja, aber sonst, sie kann aber auch nix. Wie sieht's mit Weiser aus? Auch nicht wirklich. Okay. Da werde ich wohl nur Sachen entnehmen. Ich glaube, wir müssen auch das hier ein bisschen größer machen. Das Lager. So. Nahrung haben wir auf jeden Fall, Reis. So, das war soweit. Hier gibt es noch einen Stuhl. Was braucht das denn noch? Ah, Stahl. Ja, gut. Hier wird überall jetzt gehämmert und gemacht. Mit Bergbau. Da müssen wir halt kurz warten, bis sie da fertig sind. Und dann gibt es wieder Stahl. Wenig Medizin, stimmt ja. Ich könnte hier noch eine Anbauzone mit Medizin machen, natürlich. Ein Wurzel. Und wenn wir gerade dabei sind, hier unten können wir auch noch bisschen mehr machen. Hier ist jetzt gerade. Das ist doof. Das ist doof. So will ich das nicht. Hier so. Wie groß ist das? Machen wir nochmal Baumwolle. Und wenn wir gerade dabei sind, komm. Dann gibt es hier noch. Pappeln. So. Hier noch ein bisschen Reis oder was. Ja, von mir aus erstmal Kartoffeln. Und dann nochmal hier Reis. Reis, Reis, Reis. So, nimm Reis aus. Noch eine Ecke mit Mais. So, brauchen wir sonst noch was gerade? Nochmal Erdbeeren. Komm. Erdbeeren. So. Weil davon kann man ja nicht genug haben. Die essen auch gerade hier voll diese Paste. Jetzt auch nicht so super. So, sobald das hier erstmal fertig ist, werde ich dann hier gleich noch ein wie heißt so ein Essensdings machen. Dass die mal wieder einen Tisch haben zum Essen. So, Hund, du tust gemütlich hier dich an den Menschen laben. Das finde ich sehr gut. So, habt ihr euch bald erholt? Ich glaube nicht. Habt ihr denn so irgendwas Tolles? Muss mal gucken nachher. Was ich mit den Jungs so mache. Was man da so ausbauen kann, einbauen. Was? Ja. Der blaue Cambia, okay. Gelber, du machst jetzt hier Stress. Soll denn das? So viel dazu. Ach, jetzt ist hier die Holztür weg. So. Liefer da mal was hin. Der Blaue, der will hier was handeln, ja? Das ist gut. Lorenzo, du kannst doch bauen, oder? Lorenzo, tu den mal gefangen nehmen. Danke. So, wo ist er? Blauer. Kommt erst noch angelatscht. Ja, ich habe jetzt halt noch nicht wirklich irgendwas Tolles, was ich mit dem handeln könnte, aber was soll's.
Ist denn noch irgendjemand wach hier, der Gnu? Handel mal. Tut, tut. Ah, genau, doch, ich habe den ganzen Mist hier. Der kann weg. Der hat zwar nicht so viel Kohle, der Typ, aber hier so Kurzbögen und so weiter. Oh, sonst hast du aber auch nichts. Naja, immerhin. Bisschen Silber bekommen. Und die Lager sind wieder leer. Keiner braucht diese ganzen Knüppel und so weiter. Ach Mist, das habe ich vergessen. Ja, manchmal. So. Wunder mich, warum der Gnu nicht kocht. Ja, der kocht nicht, weil... Ach, Lorenzo kocht jetzt auch. Moment. Lorenzo hat 6. Komm, du machst es mal auf 2. Der Gnu soll mein Hauptkoch sein. Und die Skala... Oh ne, du machst mal auf 3. So. Ja, jetzt ist Lorenzo total verwirrt. Was? Ich darf nicht kochen? Was ist denn jetzt los? Ja, dann bin ich komplett verwirrt, wenn ich nicht kochen kann. Oh, die Mauer ist fertig. Die Mauer. Kann ich die jetzt einfach vielleicht ersetzen? Das geht nicht, gell? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, hier, mach mir hier eine Kalksteinmauer hin. Das wäre super. Das heißt, ich muss die erst abreißen. Machen wir so und so und so. Dann kracht da nichts zusammen. Jawohl, weg damit. Und dann gibt es hier eine Kalksteinmatte. So. So. Wunderbar. Und das hier noch abreißen. Perfekt. Sehr gut. Es werden Mauern gebaut. Es war nie meine Absicht, eine Mauer zu bauen, aber diese Mauern müssen sein. Die Kuh hat sich vollständig erholt. Was ist denn mit der Seuche eigentlich von der Kuh? Ist immun. Wunderbar. Eine super Kuh. Was ist eigentlich das hier? Eine Stahlwand. Wieso hast du denn jetzt hier einen Wutanfall? Bist du denn? Ah, hier. Ja, dann hau hier halt mal ein Bett kaputt. Ist okay. So, wir könnten das hier nochmal alles abreißen. Weil da ist, kriegen wir Stahl raus. Das kann ja nicht schaden. So. Komm, jetzt krieg dich wieder ein. Ja, von mir aus mach halt die Wände kaputt. Da gibt es dann eh dann nachher Steinwände. Ah, Moment, da haben wir schon. So. Hast du es denn dann? Er macht halt einfach mal alle Betten kaputt. Hast du es? Bist du fertig? Sehr freundlich. So, komm. Abreißen. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Brauchen wir noch wieder 3 Betten. 1, 2, 3. Ein Held. Ein wirklicher Held. Ja, jetzt schlafen die nämlich draußen. Ohne Kältewelle? Oh oh. Ich dachte, hier ist immer Sommer. Verflucht. Jetzt muss ich doch Heizungen bauen. Mach mal hier wenigstens meine Heizung hin. Wie kalt das wird. 5 Grad. Ah, es wird schon ziemlich kalt.
Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Stahl. Bauteile haben wir auch nicht mehr viel. Gucke ich mich gerade nochmal um. Hier sind noch Bauteile. Hier ist auf jeden Fall noch Stahl. Bauteile? Wo seid ihr? Kartoffeln erfroren. Na super. Okay, 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 okay. Ach, das ist Granit. Dachte gerade, oh cool, so viele Bauteile. Nein. Das ist Granit. Finde ich jetzt hier keine? Bin ich blind? Da, aber da habe ich schon gesagt, dass er abbauen soll. Hier auch. Ihr müsst halt mal da hingehen und die abbauen. Hier sind noch welche. Nein, doch nicht den Granit. Das hier. Psychische Beruhigung. Ach, ist das schön. So, ihr zwei habt nichts zu tun. Scarlett. Scarlett, was kannst du noch mal gut? Medizin, Sozial. Okay, du kannst auch ganz gut Handwerk. Das heißt, wir machen hier mal wieder ein paar kleine Skulpturen. Immer mal bis 5. Ne, wie viel sind es? 1, 2, 3, 4. Wir sind 7, also bis wir 7 haben. So. Ne Schwan. Dann kannst du das mal machen. So, da haben wir jetzt hier das. Genau, dann brauchen wir jetzt hier auch die neuen Wände. So. Die Jenny muss erstmal alles reparieren. Ich plane hier oben, glaube ich, schon mal den Essensraum. So, das gibt ungefähr so, würde ich sagen. So. Hier geht dann der Gang weiter. Der große Tisch. Der hat 3x3. Ja, nee, das ist blöd. Dann machen wir den ein bisschen größer. Weil der ist dann so. Ich will aber 2 zur Wand Abstand. So. Dann machen wir auch hier den Eingang. Nicht hier. So. Sah, was kannst du nochmal? Mit Tieren kannst du und Pflanzen auch. Tja. Die machen alle keinen Bergbau, ne? Nee, machen sie nicht. Zu wenigstens 1. Komm, dann kannst du das, wenn gar nichts geht, dann mach das halt. Bevor du jetzt hier rumsitzt, hau halt mal irgendwo drauf. So, Jenny hat auch nichts zu tun. Der könnte ich was zum Bauen geben. Könnten noch eine Nähmaschine machen. Aber das ist ja hier so mein Steinraum. Bauteile. Wir brauchen halt unbedingt Bauteile, ey. Die erfrieren mir doch alle, die Leute. Es ist zu kalt. 2 Grad. Ah, hier ist schon sogar an. Da ist schön. Ist es schön angenehm. Immerhin. Ja, das wird schon. Das wird schon. Lorenzo ist zusammengebrochen. Ja. Hättest ja einfach mal aufhören können. Ich weiß nicht. Oh, das sind Bauteile. Haha. Wie praktisch. So, hier können wir dann noch eine Tür machen. Also wir brauchen 7. 3 haben wir. So groß waren die, ne? 6 auf 6. Hier noch eins machen? Ne, 5 auf 5. Depp. So.
So, haben wir schon mal 5. Und machen wir hier oben noch mal 2. Hm? So. Und hier den Gang. Nein, so nicht. So nicht. So. Ja, geht noch ein bisschen, bis alle Quartiere fertig sind. Aber wir kommen der Sache schon näher. Wir kommen der Sache schon näher. Wichtig ist eigentlich, dass die jetzt hier unten mal erstmal machen. Vielleicht sollte man deswegen denen sagen, hier, lass das erstmal weg. So, das auch. Oh. Ups, ist kalt bei euch hier drin, minus 6 Grad. Shit, und hier unten ist auch schweinekalt. Hier ist der einzig warme Ort. Denn irgendjemand schon eine Unterkühlung? Nö. Alles gut eigentlich. Ja, dann. Hier drin ist auch nicht so kalt. Minus, also da ist 2 Grad, draußen minus 3. Ja, ja, das wird doch. Leute, ne? Ich würde sagen, wir machen so weiter. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren, ne? Also, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.